Guten Tag, ich begrüße Sie zu Analysis 1 Vorlesung in diesem Wintersemester 2021 am Mathematischen Institut der Uni Freiburg. Zusammen wollen wir dieses Semester die wichtigsten Grundlagen der Analysis kennenlernen und da stellt sich wahrscheinlich Ihnen als erstes die Frage, worum geht es eigentlich in der Analysis? Und aus vielen Anwendungen aus Physik und Naturwissenschaften kennen die Leute schon seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, verschiedene Methoden, um Funktionen qualitativ und quantitativ zu verstehen. Und die Funktionen, um die es da geht, die kommen im Allgemeinen aus quantitativen Modellen, aus verschiedenen Bereichen, aus der Physik, der Statistik, Stochastik, der Biologie und auch der Chemie. Historisch vor allen Dingen aus der Physik und der Statistik und Stochastik. Biologie und Chemie sind dann oft eher neuere Sachen. Und diese Methoden in diesen verschiedenen Bereichen, die gab es oft schon länger, als es eigentlich die Analysis gibt. So, was hat die Analysis eigentlich dann als Ziel? Ja, in der Analysis, die entstand aus dieser Vielzahl von Methoden mit dem Ziel, diesen einen theoretischen Unterbau zu verleihen. Und insbesondere beschäftigt man sich mit dem Änderungsverhalten von Funktionen und auch mit den Approximationen von Lösungen, Funktionen. Das führt insbesondere auf den Begriff von Grenzprozessen, wo insbesondere der zentrale Begriff, den wir auch dieses Semester lernen werden, der Begriff der Konvergenz ist. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, warum ist das relevant? Änderungsverhalten von Funktionen, Approximation von Lösungen. Ja, und wenn wir uns überlegen, in der realen Welt, da geht es oft um kontinuierliche Größen. Also Größen, die kontinuierliche Werte annehmen können. Aber wenn wir eine Größe echt messen, dann können wir die natürlich nicht mit einer beliebigen Genauigkeit messen. Das heißt, der Messprozess selber ist schon eine Näherung, eine Approximation des Messwertes. Und dann möchte ich natürlich, wenn ich aus dem Messwert eigentlich jetzt über eine Funktion etwas ableite, was mich eigentlich interessiert, ne, und da jetzt einen neuen Wert rauskriege, dass, wenn ich da schon mit einer Approximation reingehe, etwas, was nah an dem realen Wert der zu messenden Größe ist, da möchte ich natürlich das auch nach Anwenden der Funktion auf den Messwert, der ja nur eine Näherung darstellt, da auch irgendwas rauskommt, was nahe ist an der Funktion an der Stelle des realen Wertes. Ne? Und nicht nur das, eigentlich hätte ich auch gerne quantitative Informationen darüber, wie nah. Ja? Und das ist eine der Fragen, worum es in der Analysis geht. Und insbesondere wollen wir verstehen, warum, wie und wann solche Methoden funktionieren. Was meinen wir damit? Mit warum meinen wir, wir würden gerne Intuition dafür haben, warum etwas funktioniert. Mit wie meine ich jetzt hier, wir würden gerne rechnen können. Ja, bis dahin ist es das, was man irgendwie auch als Physiker oder anderer Naturwissenschaftler gerne wissen möchte. Ja, was für den Mathematiker oft dazukommt oder für die Mathematiker immer dazukommt und für andere Bereiche eher nur in ausgewählten Situationen, ist die Frage des Wanns. Und wann soll jetzt hier heißen, wir beschäftigen uns mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen oder unter welchen Annahmen unsere Methode überhaupt funktionieren oder funktionieren kann. Und insbesondere wollen wir beweisen,
dass die Methode in diesem gegebenen Rahmen unter diesen gewissen Voraussetzungen richtig ist. Natürlich kann man sich jetzt fragen, wozu beweisen wir denn eigentlich Sachen? Und zum einen ist es natürlich, um rauszukriegen, dass etwas stimmt. Es kann ja sein, dass unsere Methode, die kommt zum Beispiel daher, dass wir unserer Intuition geglaubt haben. Oder sie kommt daher, dass wir endlich viele Experimente durchgeführt haben und damit empirisch eine Vermutung dafür haben, was hier eigentlich passieren sollte. Ja, und der mathematische Beweis ist eine logisch-stringente Herleitung der Aussage aus Sachen, die wir schon wissen. Ne, das ist ein Grund, warum wir beweisen, aber wir beweisen auch, um auszuloten, worin die Grenzen unserer Methode oder wo denn die Grenzen in der Aufweichbarkeit von Voraussetzungen für unsere Aussage liegen. Und idealerweise helfen dann das, was wir beim Beweisen gelernt haben, uns dabei neue Aussagen zu finden, neue Zusammenhänge zu erstellen oder neue Methoden uns auszudenken. Ne, das wäre sozusagen das hehre Ziel für die Zukunft. In Analysis 1 geht es jetzt noch gar nicht so um ganz allgemeine Funktionen, sondern die meiste Zeit geht es um Funktionen in nur einer Variable. Aber schon daran werden wir die wichtigsten Konzepte kennenlernen, die dann auch für die folgenden Semester wichtig sind. Und beginnen werden wir aber gar nicht mit dem, was ich versprochen habe, nämlich mit Approximationen oder mit Änderungsverhalten, also mit Grenzprozessen, sondern wir werden mit Grundbegriffen anfangen. Und zwar gucken wir uns an, insbesondere die Grundbegriffe der Mengen, Funktionen, natürliche Zahlen, Relationen, ganze und rationale Zahlen. Und dann gehen wir in Richtung reellen Zahlen. Und die meisten dieser Begriffe und auch was man damit so machen kann, sind natürlich aus der Schule bekannt, außer vielleicht der Begriff der Relation. Aber wir wollen das jetzt hier aus verschiedenen Gründen noch mal angucken. Ja? Und das hat verschiedene Gründe. Der erste ist natürlich irgendwie, wir wollen eine gemeinsame Basis schaffen. Der zweite ist, wir wollen vielleicht dann auch Schreibweisen, Sprechweisen und Notationen festhalten. Und es gibt auch noch einen dritten Grund. Und zwar wollen wir dieses Terrain von bekannten Objekten nutzen, um mal erste Beweise durchzuführen, um erste Beweisideen und Strategien kennenzulernen und um auch mal zu sehen, wie man aus dann schon bekannten Objekten, wie zum Beispiel dann den natürlichen Zahlen, neue Objekte konstruieren kann, wie zum Beispiel dann die ganzen oder rationalen Zahlen. Und wie man diese Konstruktionsvorschrift dann nutzen kann, um logisch stringent Eigenschaften dieser neuen Objekte abzuleiten. Dann zum Beispiel Rechenregeln für die ganzen und rationalen Zahlen. Das wollen wir nicht in jeder Einzelheit machen. Wir wollen nicht Schritt für Schritt aus den natürlichen Zahlen dann bis zu den reellen Zahlen kommen und jede einzelne Rechenregel nachprüfen. Das würde einfach zu lange dauern, aber es geht darum, jetzt an diesen bekannten Begriffen mal zu sehen, wie man da so prinzipiell vorgehen kann, so wichtige Grundlagen zu lernen und einfach mal zu sehen, wie man da aus Sicht eines Mathematikers arbeiten würde.